Herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, Ihnen heute unsere ersten Ergebnisse mit einer refraktiven segmentalen Violettlichtfilter-EDOF-Linse mit einem Nahtzusatz von 2 Dioptrien präsentieren zu dürfen. Hier ist sie, so sieht sie aus, zumindest die Verpackung und die Linse. Das ist die erste refraktive segmentale Violettlichtfilter-EDOF-IOL mit einer Nahaddition von 2 Dioptrien. Und bis jetzt auch die einzige. Es handelt sich um eine bikonvexe asphärische One-Piece-Linse mit einer schon gut bewährten Optik. Das Material ist ein hydrophiles Acryl mit einer hydrophoben Oberfläche. Es gibt von ihr torische Versionen. Das Linsenmaterial ist erfreulich glistening-frei. Die Optik ist 6 mm und die Optik und die Haptik 12 mm, 360 Grad scharfe Kanten sind zur Prävention eines Nachstars auch mit eingebaut. Hier verorten wir die Linse, wen es interessiert. Wir haben 2 Publikationen, einmal in Klimus gehabt und einmal in Asian Pacific Journal of Ophthalmology. Es handelt sich um eine refraktive EDOF-Linse, die ähnlich ist wie die Comfort-Linse oder wie die VIOL-CFF oder die Mini-Well oder vielleicht auch ein bisschen Vivity, nur hat sie eben eine höhere Nahaddition. Hier sieht man, wie die Linse durch eine 1,8 mm Inzision lediglich unter Irrigation ins Auge implantiert werden kann in einer Dock-On-Technik. Der Vorteil ist natürlich, dass man durch diese Operationstechnik keinen chirurgischen Astigmatismus induziert und direkt nach der OP schon sehr stabile Wundverhältnisse hat. Hier sehen Sie jetzt die einzelnen Daten. Ganz vorne in hellgrün ist die Linse korrigiert, monokular, das heißt die reine Performance der Linse dargestellt. Implantiert man sie binokular korrigiert, dann sieht man diesen typischen additiven Effekt, den man bei solchen Linsen hat. Und nimmt man die SC-Version der ersten Linsen, die wir überhaupt implantiert haben, dann sieht man, dass die Fokuskapazität auch im wirklichen Leben von 84% sehr gut ist, mit einem wirklich sehr schönen Fernvisus. PC ist möglich und man kommt fast mit 0,75 schon bis in den Bereich des Kleingedruckten. Hier der Vergleich mit der MF15, die eine Nahaddition von 1,5 hat und ein bisschen andere Optik und deshalb auch eine andere Defokuskurve und Defokuskapazität aufbaut. Aber da diese einigen bekannt ist, wollte ich das einmal gezeigt haben. Dann haben wir unsere ersten 10 Patienten befragt mit dem bekannten Fragebogen. Wie häufig nehmen Sie Glare wahr? Wie schwerwiegend ist der Glare? Wie sehr empfinden Sie Glare, wie stört Sie das Ganze? Und da ist es schon schön zu sehen, dass man keinen bösartigen Glare hatte, sondern nur bei einem Patienten, der im Minus gelandet ist und bei dem noch kein Touch-up gelaufen ist, hat man schwere Störungen gehabt in diesem Glare-Bereich, was eigentlich ziemlich logisch ist. Ich habe mich zum Beispiel selber ja Presbyedof gelasert, halte ich mein Fernauge zu, habe ich natürlich auch mehr Glare. Das ist selbstverständlich in dem Nahauge. Das heißt, wenn man mit dieser Optik bei -1,0 landet, hat man auf diesem Auge natürlich auch mehr Glare. Und Glare wird bekannterweise auch störender als haarlos empfunden. Über haarlos haben die Patienten so gut wie gar nicht geklagt. Dann gucken wir uns die Sehqualität an bezüglich der Starbursts an. Da nehmen die Patienten so gut wie gar keine wahr und wenn dann maximal mild. Wie sieht es aus beim diffusen Sehen oder Doppel- oder Mehrschärfenbilder? Finde ich auch extrem gute Ergebnisse. Das schlechte Ergebnis, das einzige, das da war in Anführungsschichten schlecht, der Patient sagt ja nur, dass es moderat ist mit dem diffusen Sehen, war natürlich der Patient mit den -1,0 Ametropen-Verhältnissen. Das nächtliche Sehen wurde von den Patienten zwischen gut bis exzellent empfunden. Konnten die Patienten gut Auto fahren, von exzellent bis gut.
Hier wiederhole ich mich, deshalb erwähne ich das jetzt nicht mehr. Dieser eine Patient, der zerschlägt einen natürlich bei N gleich 10 dann ein bisschen die Statistik. Das ist natürlich der Gute, aber die anderen waren exzellent und sehr gut, was sehr erfreulich ist. Das erklärt dann auch, warum in der Ferne hier ein Patient eben nicht exzellent bis sehr gut gesehen hat, weil er eben bei minus 1 gelandet ist. Die mittlere Distanz und die Nähe wurde als von den meisten Patienten eben als exzellent und sehr gut bezeichnet. Wie oft haben die Patienten noch eine Brille getragen? Sie sehen so gut wie gar nicht außer diesem einen genannten Patienten in der Ferne. Was schön ist, vergleicht man die Nachbesserungsoptionen der torischen Multifokallinsen und trifokalen Multifokallinsen mit der Visiotis, dann sieht man, dass man natürlich bei Multifokallinsen die ametropen Ausreißer mit Touch-Up-Chirurgie einfangen kann. Man kann aber danach nicht mehr spielen, weil die Ergebnisse vorgegeben sind, indem man sich die Defokuskurve anguckt. Da hat man dann eine halbe Dioptrien rechts und links noch Platz. Das war es aber auch schon. Das heißt, wenn ein Patient mit dieser Verteilung, mit dieser Lichtverteilung einer trifokalen Linse nicht zufrieden ist, dann kann das schon mal ärgerlich sein und dann würde man sich gerne hinter dem Baum verstecken, wenn der Patient nicht zufrieden ist. Das Schöne ist bei der Visiotis, auch wenn man die als Blended Vision Strategie einsetzt, also ein Auge mehr für die Ferne, eins mehr für die Nähe, dann kann man nicht nur die Ametropie behandeln, sondern kann auch sehr individuell auf die Wünsche des Patienten mit Touch-Up-Chirurgie noch reagieren. Das heißt, ich selber fühle mich da als Arzt auch ehrlich gesagt entspannter und muss nicht so viel drüber nachdenken, habe ich jetzt mit der Panoptics oder mit der Lisa Tri die richtige oder die falsche Linse implantiert. Das heißt, die visuelle Dynamik der neuen Visiotis Progress ähnelt sehr der MF20 von Telion. Es ist eine wirkliche EDOF-Linse mit einem deutlich verbesserten Intermediär und teilweise sogar Nahvisus verglichen mit einer monofokalen IOL. Sie ist wirklich einfach, selbst unter Irrigation durch 1,8 mm zu implantieren. Sie zentriert sehr gut, dafür ist diese Optik seit vielen Jahren bekannt. Der Vorteil gegenüber diffraktiven, trifokalen, Multifokallinsen ist natürlich, dass, wie hier schon gesehen, bewiesen, gehört, von den Patienten auch so ausgedrückt, weniger Halo und Glare als bei diffraktiven Optiken. Das Schöne ist auch, es handelt sich um eine glistening-freie Optik. Wie sieht es aus mit dem Ausblick? Als Blended Vision finde ich die Linse insofern hervorragend, da die Patienten sogar bis zum Kleingedruckten kommen, das heißt die Qualität einer Trifokallinse aufweisen. Das macht die Visiotis Progress im Nahbereich und Blended Vision im Vergleich zur Telion MF15 auch noch überlegen. Da kommt man in aller Regel nur bis zum Buch- und Zeitungsdruck. Sieht man sich den Intermediärbereich an in der Defokuskurve, wie eben schon dargestellt, dann sieht man, der wird noch deutlich stärker hervorgehoben, zum Beispiel als bei der Telion MF15 oder als bei Enhanced Linsen wie der Viviti oder der Isopure. Die Frage, die ich mir gestellt habe, wenn ich die Linse vergleiche mit der MF20, warum hat man weniger photopische Phänomene? Könnte es vielleicht der Violettlichtfilter sein? Man hat es ja mal bei Patienten, die verzweifelt sind über Nachtblendung, dass man denen eine Violettlichtfilterbrille aufschreibt. Das könnte vielleicht ein Grund sein. Gut, dann komme ich hier zum Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Ihr Interesse geweckt zu haben.